Die Mission Aufstieg in die dritte Liga geht für den VfB Lübeck so langsam in die heiße Phase. Für das Team um Trainer Rolf Landal gilt, Fehler sind im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem VfL Wolfsburg nicht mehr erlaubt. Und dementsprechend präsentierte sich der VfB gegen den Tabellenneunten Holstein Kiel 2 auch von Beginn an. Die siebte Spielminute, scharfe Hereingabe in den 16er und Ahmed Aslan per Direktabnahme das 1:0 für den VfB. Keine Chance für Timon Weiner im Kasten der Störche, Saisontor Nummer 14 für Aslan und er sollte mit Nummer 15 nicht lange auf sich warten lassen. Denn nur 4 Minuten später, Marvin Thiel mit dem Auge für Aslan, klasse Ball an und Mitnahme und noch besser der Abschluss. 2:0 nach nicht einmal 15 Minuten, die Gegenwehr der Kieler damit schon früh im Spiel gebrochen. Und der VfB ließ hier keineswegs locker. 31. Spielminute, wieder eine mustergültige Vorbereitung von Marvin Thiel und in der Mitte steigt Morten Rüdiger am höchsten. Ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch, abermals nichts zu halten für Timon Weiner. 3:0, das auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Lübeck dann allerdings nochmal selbst. 61. Minute, Eckball Lübeck und plötzlich liegt einer am Boden. Der unparteiische Hendrik Duschner zögert nicht lang und zückt die rote Karte. Doch was war passiert? In der Zeitlupe gut zu erkennen, Ryan Malone mit einer klaren Tätigkeit, unnötige Aktion, Lübeck damit nur noch zu zehnt. Doch am Spielgeschehen änderte das nichts mehr. Den Schlusspunkt dieses Spiels setzte Elsamed Ramay quasi mit dem Schlusspfiff. Kiel hatte das Verteidigen mittlerweile schon weitestgehend eingestellt und das nahm Ramay dankend an. 4:0 der Endstand, Lübeck erledigt seine Hausaufgaben und bleibt im Titelkampf ganz nah dran am VfL Wolfsburg.